In der Christuskirche Brake-Nord hat der Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf seinen neuen Roman Totenstille im Watt vorgestellt. Rund 240 Zuhörer waren begeistert. Die Zuhörer hatten erwartungsvoll Platz genommen auf den Kirchenbänken und warteten gespannt auf die Geschichte. Der Autor Klaus-Peter Wolf, bekleidet mit einem blauen Hemd, roten Hosenträgern, Jeans und Turnschuhen, schrieb derweil an einem kleinen Tisch vor dem Altar eifrig Widmungen und Autogramme. Zunächst war Bettina Göschel am Zug. Die Ehefrau des Schriftstellers, Kinderbuchautorin und Illustratorin sowie Liedermacherin stimmte die Gäste musikalisch ein.